gottverdammter Unsinn. Dagegen muss man sich als Christ verwahren. Wer den Mönchstand erwählt, muss Christus in allem folgen und ähnlich werden. Ich nehme dein Gelübde an, Bruder Martin. Das ist dein Ablassbrief. Es gibt keine Sünde, die so groß ist, dass sie nicht erlassen werden könnte. Wer zahlt, hat keine Reue nötig, sagt der Pater Tetzel. Wir müssen etwas tun, Herr Kollege. Etwas tun? Sie bilden sich ein, dass Gott bestechlich ist. Was bildet sich dieser Mönch ein? Wissen Sie, dass seine Thesen überall gedruckt werden? Ich verlange, dass er bestraft wird. Zu jeder Herde gehört ein schwarzes Schaf. Wenn ich das drucke, danach wird für Sie in unserer Kirche kein Platz mehr sein, Bruder Martin. Wer sich gegen die päpstliche Gewalt auflehnt, Bruder Martin, ist ein Ketzer. Ein Ketzer bin ich nur für den, der nie die Bibel aufgeschlagen hat.